Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Odyssey. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Was haben wir denn hier? Erkunde Ponte di Isara. Wo ist denn Pont? Wo ist denn das da? Wo ist schon das? Pont. Ich sehe das nicht mal hier. Hä, wo soll das sein? Bin ja doof. Hier. Okay. War das ein Alp? Wir haben auf jeden Fall, ich sag mal, ein kleines Problem mit diesem Siegfried hier oder Siegbert oder wie er heißt. Keine Ahnung. Ich weiß immer noch nicht, was ich von dem halten soll. Weiß ich nicht. Haben wir denn jetzt eigentlich noch eine Fraktion? Ja, guck mal, wir haben wir alle schon auf hier. Hier sind die Kinder der Danu noch mal. Ah, das war hier, das. Da war eine Menge. Und den Anführer haben wir leben lassen. Geil, wa? Aber er war ja auch bloß Anführer wider Willen. Er wollte ja nie der Anführer von dem Haufen sein. Er wollte ja den Haufen von innen heraus zerstören. Dieser Ort wird gut bewacht. Wie sollen wir durch all diese Blätter hindurch die Heiden ausspähen? Red doch leiser, oder willst du... Red doch leiser, oder willst du, dass dich die Heiden gefangen nehmen und auffressen? Wenn ich dadurch aus diesem vermaledeiten Baum rauskomme? Merde, ein Zweig hat geknackt. Ach, herrlich. Finde ich gut. Das finde ich gut. So, ich glaube nicht, dass das hier irgendwie... Das muss die Feste sein, die Toka erwähnte. Ich brauche Hinweise zu Odos Verbleib. Schleich dich. Mach schon. Was ist jetzt schon wieder? Na, was denn jetzt schon wieder? Na komm mal her. Na komm. Ja, fein. Fasst euch ein Herz. Graf Odo wird uns zum Sieg führen. Die Nordmannen haben noch nicht gewonnen. Weil die zu weit weg sind, oder was? Ist das, weil die zu weit weg sind? Oder sind wir einfach bloß zu schwach? Wollen Sie hinüber, ne?
Und damit sind sie tot. Hör mal. Dann war der Jude ausgeschalten. Halt! Fahr zur Hölle! Er ist auf jeden Fall runtergefallen. Holy. Rabe nicht verfügbar. Achso, weil er gerade da erholt hat, wa? Kann ich jetzt? Ich muss sehen, was du siehst. Augenblick! Halten wir die Augen offen. Hey, was? Du bist tot! Ich töte dich! Ich töte dich! Merde! Hier ist jetzt weiter keiner, oder? Nur der noch. Ja, nur lauf schon weiter, Mensch. Okay. Nehmen wir erstmal alles mit hier, wa? Dann öffnen wir mal das hier. Blutige Sense. Odo sollte auf seinem Landsitz sein. Dem mit den roten Blumen. Unsere Gäste erreichen das Haus der roten Blüten. Ein paar verirrten sich und landeten südlich von Paris statt nördlich. Ich habe Boten zu ihnen entsandt, um ihnen zu sagen, dass sie nur nach unseren großen Feldern mit dem prächtigen roten Mohn Ausschau halten sollen. Spute dich, mein Lieber. Unsere Gäste sind begierig, mit dir über den Krieg zu sprechen. Während sie warten, probieren sie unseren kostbaren Würzwein. Deine treue Gemahlin Theodrade. Theodrade? Was für ein Name. Ist hier noch irgendwas? So, wir müssen jetzt da lang. Okay, das ist ziemlich weit. Warte mal, ich muss mir mal anders hinsetzen jetzt hier. Oh. Entschuldigung, dass es hier knirscht und knarzt und macht und tut. Aber ich möchte jetzt gerne noch hier das da einnehmen. Nee. Geh mal runter. Ja, hier. Sehr gut.
Freunde der Sonne, sehr gut. Ich habe heute auf Arbeit einen Blumenstrauß und Sekt bekommen. 15-jährige Knechtschaft. Obwohl, am Anfang war es keine Knechtschaft. Jetzt mittlerweile fühlt sich schon sehr langsam so an. Das haben wir hier ja zugekriegt, wa? Wir könnten jetzt hier weiter und dann das nächste hier anmachen, aber ach, naja, mein Gott. So, wo müssen wir hin? Hier müssen wir hin. Also müssen wir erstmal dahin. Okay, dann lass mich mal kurz Wulfi holen. 15 Jahre in der einen und derselben Bude. Kam der Meister an, denn so, 15 Jahre hast du hier schon ausgehalten, sagt er. Ich sage, jo, auf die nächsten 15. Wollen wir mal hoffen, sagt er. Aber das ist mehr Quatsch als alles andere. Das ist ziemlich unbeständig bei uns. Ich gehe mal zwar davon aus, dass ich nicht, also ich bin nicht Kandidat auf der Liste einer möglichen Kündigungswelle. Davon gehe ich aus, weil ich sehr gute Arbeit leiste, bin ich jedenfalls der Meinung. Und bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Auch wenn ich dieses Jahr schon, schon drei Wochen? Nee, warte mal. Drei komplette Wochen und dann nochmal drei Tage. Also fast 4 Wochen jetzt schon krank war. Es ist ein bisschen ärgerlich. Mich kotzt es selber an. Aber was willst du machen, wenn der Rücken versagt, versagt der Rücken halt, ne? Und deswegen gucken wir jetzt mal, was jetzt alles noch so kommt. Naja. So, da müssen wir hin. 15 Jahre, schon krass, ey. Das ist das längste, was ich bis jetzt in der Firma war. Ich meine, gut, war nach der Lehre jetzt meine erste Firma, sag ich mal, wo ich dann angeheuert habe. Wäre auch locker in der Lehrbude geblieben. Oder beziehungsweise, wo ich ja damals übernommen. Aber das war damals noch so gewesen, dass ich... Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. Da war ich noch mit meiner damaligen Ex zusammen und 150 Kilometer entfernt. Ist dann nicht so gut. Ich sollte hier eine Verkleidung tragen. Die Nordleute haben mein Haus niedergebrannt und meinen Sohn ermordet. Jetzt traf die Seuche meine Frau dahin. Wieso quält Gott mich? Wieso? Sachte, mein Herr. Du hast zu viel Wein in Tuss und die Trauer trägt deine Zunge davon. Nein, ich muss untertauchen. Nordleute trinken Blut der Heiligen. Geweissagt vom Teufel Gian. Alle in den Weinkeller! Da muss ich erst mal sehen, dass ich hier irgendwie rumkomme. Was meint sie denn mit Verkleidung? Hier unseren Fetzen, den wir hier haben? Warte mal. Kann ich das als Verkleidung nehmen? Was ist das hier? Bellatorenrobe. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt oder nicht. Santa Maria. Folia. Santa Maria. Da 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 Santa Maria. Was? Erstmal will ich ja nur mal hier hoch und... Kann ich hier irgendwie... Mädchen! Mädchen! Zieh dich hoch da!
Gut, das hätten wir geschafft. Alles klar. Alles klar, Herr Kommissar. So muss das hier mal. Gut, das hätten wir. So, erkunde das Anwesen. Sieh mal nach, Sühnen. Ditte hier, wa? Du, Emmy Jo verflitten! Sheldon und Watt! Hier liegt was. Notiz zum Bauernhaus. Mein Lehnsherr, die Ratten schwärmten durch die Tunnel, die das Bauernhaus mit dem Herrenhaus verbinden. Sie verschlangen unsere Getreidevorräte und beißen die Feldarbeiter. Viele haben wir getötet, doch ihre verfaulenden Leichen bleiben zurück und locken noch mehr an. Ich habe befohlen, das Bauernhaus zu vernageln, um die Flut aufzuhalten. Macht dasselbe mit dem Herrenhaus. Treuer Greve Henry. In der Nähe für den Tunnel zum Anwesen. Jetzt muss ich doch mal gucken. Hier. So, da sind auf jeden Fall erstmal Ratten. Die Verbündeten, eine Bitte um Silber. Graf Odo, die Verbündeten haben Männer und Silber geschickt, um uns zu helfen, aber wir benötigen noch mehr. Viele zögern, etwas für die Verteidigung von Paris abzutreten, damit sie ihre eigenen Reiche nicht unbewacht lassen. Doch wir brauchen Silber. Vielleicht sollten wir weitere Bitten aussenden, diesmal bis ins ferne Friesland. Hauptmann Hubertus. Die Gegend sollte für eine Weile sicherer sein. Sehr gut. Schlüssel aufnehmen. Mehr werden kommen, aber vorerst reicht das.
Gut, wir haben auf jeden Fall schon mal den Schlüssel. Das ist ja schon mal positiv, ne? Machen. So, müssen wir hier durch? Okay. Matchen. Ich muss Graf Odo finden. Küche ist voll. So, Beichtvater, Vater Thibault, mein alter Freund, ich suche deinen Rat in einer dringenden spirituellen Angelegenheit. Normalerweise würde ich diese Angelegenheit während des Sakraments der heiligen Beichte bei meinem Beichtvater vorbringen, doch dieser Krieg macht solche Annehmlichkeiten schwierig. Die Belagerung hat unseren Familienpriester Walter von Sens über alle Maßen beansprucht und er ist nicht mehr stabil genug, um irgendeine Beichte zu hören. Ich fürchte um die Sicherheit meiner Familie, besonders um Gräfin Theoderade. Manchmal überwältigt mich der Drang zu fliehen. Wir könnten so leicht durch einen Schmugglertunnel entkommen, aber ich kann meinen Posten nicht aufgeben. Jedoch spät in der Nacht überfallen mich die Zweifel. Albträume von Feuer und Blut suchen mich heim, bis ich kerzengerade im Bett sitze und vor Angst zittere. Die Bedeutung ist klar. Meine hartnäckige Verteidigung von Paris könnte ein schreckliches Gemetzel über uns alle bringen. Wieder einmal bitte ich dich, deine Weisheit mit mir zu teilen. Was soll ich tun? Dein ehemaliger Spieler Odo. Graf von Paris. Und mit Graf Odo an unserer Spitze treiben wir diese heidnischen Teufel zurück in die bodenlose See. Sehr wohl, mein Herr, aber diese Nordleute sind Sterbliche, keine Dämonen. Sie sind auf Land und Beute aus. Ja. Diese Nordmannen sind wild und der König lässt auf sich warten. Doch ihr alle habt einen Eid vor Gott geschworen, dieses Reich zu beschützen. Wir werden dieses Unheil besiegen. Das haben wir immer. Ich kann euch nicht zur Pflichterfüllung zwingen. Ihr müsst euren Herzen folgen. Gutselin, bitte geleite unsere Gäste hinaus. Der weiß, dass wir hier sind. Komm raus und sag, was du zu sagen hast, Eivor von Englerland. Du hast mich kommen sehen. Gut. Aber woher weißt du, wer ich bin? Meine Späher sprachen von einer mächtigen Kriegerin mit einem Raben. Hältst du uns für Narren? Solche Höflichkeit hätte ich nicht erwartet. Das ist Glühwein. Gut gewürzt. Vorsichtig erhitzt und mit Obststücken aufgetischt. Mein einziges Laster. Weintrauben wachsen bei uns im Norden nicht. Wir trinken Met. Met? Eivor, du hast viel gewagt, um mich zu sehen. Das respektiere ich. Nur warum? Gibt es nicht genug Land in Englerland? Ich gedenke nicht, meine Leute im Frankenreich anzusiedeln. Und wie viel Geld wird eure Gier stillen? 100 Silberstücke? 1000? Und wenn ihr geht, wer kommt als nächstes? Ragnar und seine Söhne waren vor langer Zeit hier. Wir gaben ihnen Silber und trotzdem brannten sie Paris nieder. Ich will kein Silber. Ich will ein Englerland ohne fränkische Einmischung. Wir sind kein Teil eures Königreiches.
Und ich wünsche mir ein Königreich ohne nordische Einmischung, wie du es nennst. Nur der Form halber, wie lauten deine Bedingungen? Wie gesagt, Charles lässt Englerland in Ruhe. Zweitens, er erkennt Siegfried als Verbündeten an. Und außerdem lässt er Siegfrieds Tane ihr Land im Norden behalten. Rodomo und Amiens waren meines Vaters Lande. Mein Erbrecht nehmt ihr nicht. Euer Herr wird Paris niemals einnehmen. Und ihr werdet nie Frieden finden. Weder hier noch in Englerland. Meine Männer werden dich nach draußen begleiten. Das nächste Mal sehen wir uns auf dem Schlachtfeld. Leb wohl. Ich sollte zum Lager zurückkehren und den anderen von Odos Antwort berichten. Komm, dann lass die Soldaten! Komm! Okidoki. Lief ja nicht so gut, ne? Das lief nicht so wie erwartet. Beziehungsweise, was hatten wir denn erwartet? Eigentlich lief es wahrscheinlich so wie erwartet. Naja. Jetzt sind so Sachen, ne? Mann, das hier. Auf jeden Fall werden wir erstmal wieder unseren Mantel hier ändern. Haben wir denn hier eine neue Waffe? Ach ja, die olle Sense hier. Die wir nicht brauchen. Die brauchen wir nicht. So, gib mir mal die Tong. Fernkampf erhöht. So, das hätten wir voll. Ist hier noch irgendwas frei? Nee, hier ist auch alles voll. Bruder, du bist ja voll. Natürlich. So. Ich möchte aber nicht hier. Nee. So. Kehre zu Siegfried zurück. Werden wahrscheinlich erdrosseln. Nur am Saufen, die Wikinger. Nur am Saufen. Ich sollte wohl auch etwas essen. Ah, du kommst rechtzeitig zum Umtrunk. Was willst du? Wein, viel Wein. Es war eine lange Reise. Heldin von Hrefnatorp wird sie von den Skalden genannt. Geschickt mit Waffen und Worten, sagt man. Doch sehe ich keinen Schatz. Wo ist Odos Silber? Hast du es für dich behalten? Es lief, wie du sagtest. Der Mann beugt sich nicht. Er gibt kein bisschen nach. Franken reden gerne, doch ihre Worte sind so leer wie der Wind. Wohl wahr. Doch ein weiser Seemann hört auf den Wind. Er könnte einen Sturm ankündigen. Gut, zwei Sachen brauchen wir für diese Belagerung. Zuerst müssen wir ein Gelände für unsere Katapulte erobern. Dabei kann ich helfen. Irgendwo bei Paris nehme ich an. Aber wird der Ort bewacht? Die Franken haben nicht genug Leute, um die ganze Stadt zu sichern. Nur die befestigte Insel, die Isle de la Cité, gibt dennoch gut Acht. Gut. Und die zweite Sache? Finde den Schwachpunkt ihrer Verteidigung, wo unsere Krieger ihre Mauern durchbrechen können. Oder einen Weg, die Insel mit unseren Schiffen zu umzingeln. Irgendeine Schwäche, die wir ausnutzen können. Einverstanden. Aber wie? Ich wüsste vielleicht einen Weg, aber er ist gewagt. Sprich, Toka. In dem armen Viertel südlich der Mauern gibt es eine Schmugglerin. Ihre bretonische Liebe? Sie ist keine Liebschaft. Wir haben nur das Lager geteilt. Aber wenn jemand die Schwachstellen der Stadt kennt, dann sie. Ich würde selbst gehen, aber wir... Nolwyn, sie... Es gab Streit.
Sie stahl erst Tokas Halskette und dann ihr Herz. Nun vermisst Toka vor allem ihre Halskette. Ich spreche mit dieser Schmugglerin und finde eine Schwachstelle in der Verteidigung der Franken. Ihr habt mein Wort. Gut, das wäre dann wohl alles. Nein, Onkel. Eine Sache noch. Odo ist nicht gesprächsbereit, aber Charles vielleicht schon. Wir sollten erneut mit ihm reden. Du willst noch mehr reden? Wir sollten mit dem fetten König sprechen, eine Waffenruhe aushandeln. Was? Er wollte mich umbringen. Warum nochmals mit ihm reden? Diese Steinmauern werden nicht nachgeben. Nicht ohne einen blutigen Kampf. Vielleicht gibt er uns Silber, ohne dass unser halber Clan an den Mauern stirbt. Vielleicht hat Toka recht. Charles könnte trotz allem nachgeben. Geh, Nichte. Red mit jedem König und jedem Bischof im Land wie Eivor Silberzunge. Er spielt keine Rolle. Doch bald findet das Gerede ein Ende. Bald treffen Speere aufeinander und die Stadt wird brennen. Seid an jenem Tag bereit für den Kampf. Mein Wort steht felsenfest und wird nicht gebrochen. Ich kämpfe an deiner Seite, Siegfried. Zweifle nicht daran. Genug. Freunde, Onkel, wir sind im Herzen eins. Ich werde den König im Schlauen Fuchs aufsuchen. Einer Schenke am Nordufer. Piers sagt, er zecht dort gerne. Toka ist ein guter Tarn. Eines Tages könnte sie ein Heer anführen, so wie du, Siegfried. Das hoffe ich. Aber vorerst bleibt sie bei mir. Treffen wir uns am Glockenturm, Eivor, wenn du bereit bist, gegen Franken zu kämpfen, statt mit ihnen zu plaudern. Was gibt es zu lachen, Tarn? Manche sagen, du stinkst nach Rabenscheiße. Aber für mich stinkst du nach fränkischer Weinpisse. Ich würde jetzt ja eine. Ich muss die Belagerung vorbereiten. Aber was soll ich zuerst tun? Naja, das werden wir schon rausfinden. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Freunde der Sonne, haltet die Ohren steif. Und ja, tüdelü.